Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Ihre Augen und wie Sie Ihre Augen schützen können. Unsere Augen gehören zu den wertvollsten Sinnesorganen, die wir haben. Sie stellen die Verbindung, die optische Verbindung zu unserer Umwelt her. Vielen ist nicht bewusst, dass nachlassende Sehfähigkeit mit zunehmendem Alter ein immer größeres Problem darstellt. Sie gehen einfach davon aus, dass man irgendwann einfach eine Brille benötigt oder die Linse operieren lässt. Doch es geht um weit mehr. Es geht um die Fähigkeit, überhaupt sehen zu können. Eine Vielzahl von Ursachen kann nämlich dazu führen, dass wir immer schlechter sehen und schließlich sogar erblinden. Häufige Augenerkrankungen sind zum einen der grüne Star, das sogenannte Glaukom, und natürlich der graue Star, Katarakt genannt. Beim grünen Star kommt es zur Schädigung oder Zerstörung der Netzhaut und des Sehnervs, weil die Ernährungssituation der Zellen nämlich gestört ist. Oft spielt aber auch ein erhöhter Augeninnendruck eine weitere große Rolle. Letztlich geht es aber auch darum, dass der Fluss des Kammerwassers gestört ist, der nämlich die Nährstoffe und den Sauerstoff zu den Zellen transportiert. Bleibt das Glaukom nämlich unbehandelt, kann es zum Verlust der Sehfähigkeit führen. Früh genug erkannt ist er einfach behandelbar. Beim Katarakt trübt die Linse ein und wird unflexibel. Es ist vor allem in den Entwicklungsländern die häufigste Erblindungsursache. In den westlichen Staaten kann der graue Star mittels Operation wirklich gut behandelt werden. 90% erhalten dabei 50 bis 100% ihrer Sehfähigkeit und Kraft zurück. Lassen Sie also unbedingt regelmäßig Ihre Augen untersuchen, auch wenn Sie noch gut sehen, da viele Betroffene nicht wissen, dass sie bereits an Vorstufen leiden. Meist haben diese Veränderungen beeinflussbare Ursachen, da nämlich Ablagerungen im Fasziennetz des Auges, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, niedriger oder zu hoher Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes, Rauchen, Verengung der Blutgefäße durch zu hohe Muskelspannung, aber auch Verklumpungen der Proteinmoleküle und ein bestimmter Blauanteil des Lichtes dazu beitragen, können Sie durch die Optimierung Ihrer Lebensführung nämlich ganz viel tun. Oft genetisch für altersbedingt erklärte Verschlechterungen entpuppen sich als unwissend selbst herbeigeführt. Ernähren Sie sich, wie ich immer empfehle, überwiegend von frischen pflanzlichen Lebensmitteln und mindern Sie Zucker sowie Industrienahrung, bewegen Sie sich und Ihre Augen in vielfältigen Winkeln. Essen Sie Weißkohl und Wirsing, die Lutein enthalten, und ergänzen Sie diesen Nährstoff. Rote Weintrauben und Walnüsse verbessern das Ergebnis zusätzlich. Zum Abschluss eine immens wichtige Information. Besorgen Sie sich eine Kantenfilterbrille, die ist etwas orangefarben, die den Blaulichtanteil bis 500 Nanometer sperrt. Diese Wellenlänge belastet unsere Augen ganz besonders. Solche Gläser, egal ob als Lese- oder Sonnenbrille, schützen vor allem bei Sonne und vor dem Computer Ihre Augen. Angenehmer Nebeneffekt: Hatten Sie nach abendlicher Computerarbeit Schlafstörungen? Tja, das könnte sich zum Positiven ändern. Die Blaulichtanteile Ihres Bildschirms sind nämlich nicht nur besonders für die Augen belasten, sondern regelrechte Wachmacher, und das kurz vor dem Schlafengehen. Das im Übrigen betrifft auch diejenigen, die gerne ganz lange vorm Fernseher sitzen. Alles, was einen hohen Blaulichtanteil hat, das verhindert, dass das Schlafhormon Melatonin gebildet wird und wir ganz häufig lange Zeit brauchen, um irgendwann endlich mal einschlafen zu können. Von daher entweder um 5 Uhr nachmittags aufzuhören, am Bildschirm zu arbeiten oder auch zu surfen oder sich auch YouTube-Videos anzuschauen, oder aber sich für eine orangefarbene Kantenfilterbrille entscheiden, die Ihr Auge extrem schützt. Ja, ich denke, das Letzte war bestimmt was ganz Neues für Sie.
gehen Sie nochmal in sich, überlegen Sie, was Sie sich Gutes tun können, ob es nicht Sinn macht, auch mit der etwas skurril aussehenden Brille, zumindest abends dann vor dem Bildschirm oder in dem Fernseher zu sitzen. Aber Sie tun Ihrem Auge unheimlich viel Gutes und Sie sorgen dafür, dass Sie richtig schön und gut schlafen können. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Ihr Daumen nach oben geht, also Sie den Daumen nach oben anklicken und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Gerne freue ich mich über Anregungen und Fragen. Können Sie es einfach unten in den Kommentaren reinschreiben. Tschüss!